Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Schriftsteller Akanlé kommt in Spanien frei, darf aber Madrid vorerst nicht verlassen. Akanlé sagte, die Türkei wolle ihn wegen seiner kritischen Haltung zum Schweigen bringen. Der türkischstämmige Autor mit deutschem Pass war gestern auf Betreiben Ankaras festgenommen worden. Ermittlungen nach Anschlägen in Spanien. Die Terrorzelle hatte 120 Gasflaschen für Anschläge gehortet. Nach dem Hauptverdächtigen wird immer noch gesucht. An einem Gedenkgottesdienst in Barcelona hatte auch das Königspaar teilgenommen. Seehofer zur Forderung nach Flüchtlingsobergrenze. Im ARD-Sommerinterview sagte der CSU-Chef, der Kurs der Bundesregierung habe sich zu seiner Zufriedenheit geändert. Er nannte eine Obergrenze nicht mehr ausdrücklich als Bedingung für einen Koalitionsvertrag. US-Komiker, Schauspieler und Regisseur Jerry Lewis ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb er heute im Alter von 91 Jahren in Las Vegas. Berühmt wurde er vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem Entertainer Dean Martin. Die Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga. In der ersten Partie trennten sich Freiburg und Frankfurt 0:0. Am Abend hatte Mönchengladbach das Derby gegen Köln mit 1:0 gewonnen. Das Wetter: morgen im Südwesten mehr oder weniger dichte Wolkenfelder, im Nordosten stellenweise Schauer oder kurze Gewitter. In den Regionen dazwischen häufig Sonnenschein, 17 bis 24 Grad.